Mit den Techniken, die ich zeige, kann sich jeder einfach alles merken. Hier ist er, hier ist für Sie Markus Hofmann. Also das Schlimmste für einen Veranstalter ist, dass der Redner nicht motiviert, dass er die Menschen nicht abholt, wo sie sind, dass er den Kern der Veranstaltung nicht trifft. Aus diesem Grund bedarf es jemanden, der genau diese Themen in Einklang bringt. Dass er auf der einen Seite super gut motivieren kann, unterhalten kann und richtig guten Content liefert. Ja, seit 2002 bin ich jetzt als Gedächtnisexperte und Vortragsredner unterwegs. Ich bin mittlerweile Träger des Deutschen Weiterbildungspreises. Ich bin zweimal zum Speaker des Jahres gewählt worden, Buchautor, habe mehrere Bücher geschrieben, weit über 2000 Kunden begleiten dürfen. Und Gedächtnistraining ist meine absolute Leidenschaft, mit dem ich anderen Menschen helfe, einfach alles zu merken. Ich bereite mich so auf den Vortrag vor, dass ich mir vom Kunden ganz konkrete Schlüsselwörter geben lasse, dass ich diese Schlüsselwörter in meinen Vortrag integriere, damit ich dieses Wissen im Kopf des Teilnehmers verankere und ich einen neuen Blickwinkel liefere, eine neue Perspektive den Teilnehmern mit an die Hand gebe. Und deren Thema mit meinem Thema, sprich dem Thema Gedächtnistraining, verknüpfe auf humorvolle, witzige, interaktive Art und Weise. Jetzt werden einige von euch hier drin sitzen und sagen, ja, wie Gedächtnistraining, brauche ich überhaupt Gedächtnistraining noch? Wenn wir kein Basisraster an Wissen hier oben im Kopf mehr haben, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Der Riesenvorteil zum Beispiel von der Firma ist, dass ganz klare Kernaussagen beim Teilnehmer im Kopf verankert werden. Also zum Beispiel mal die Argumente für ein Kundengespräch, die Features von einem neuen Produkt, was eingeführt werden, die Philosophie von einer Firma. Also es gibt nichts, was man sich nicht merken kann. Mit diesen Techniken ist alles möglich. Wer von euch konnte denn jetzt mit dem Partner von diesen 10 Punkten mindestens 7 sinngemäß oder mehr wiedergeben? Sinngemäß. Lass mal kurz die Hände oben. Schau doch mal kurz um. Schau doch mal kurz um, wie viele Hände oben sind nach der ersten mündlichen Wiederholung. Dieser Switch im Kopf bei den Teilnehmern, dieses Erlebnis, dieses Aha-Erlebnis, dass sie sagen, wow, das funktioniert tatsächlich. Ich kann mir viel merken. Ich kann mir 50, 100, 150 Einzelinformationen im Kopf abspeichern, ich kann die auch tatsächlich wieder abrufen. Dieses eigene Gefühl, das ist unbezahlbar und im wahrsten Sinne des Wortes unvergesslich. Die Herausforderungen der Zukunft sind tatsächlich, dass ich wirklich mal anders denke, dass ich einen anderen Blickwinkel annehme. Und oft ist es ja so, der Fürst im eigenen Land, der zählt nichts. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der das von einer anderen Perspektive mal beleuchtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kernaussagen schneller und vielleicht auch nachhaltiger in die Umsetzung kommen beim Mitarbeiter, beim Kunden oder bei dem ich das letztendlich erzielen möchte. Ja, Wahnsinn, grandios, super viel mitgenommen. Man braucht eigentlich nur ganz kleine Anregungen und schon kann man es abrufen. Das war wirklich toll und spannend und ja, das werde ich bestimmt auch benutzen. Der Markus Hofmann, einfach gigantisch. Wenn Sie auf Ihrer Veranstaltung einen Vortrag haben wollen, der mehr ein Erlebnis ist als ein Vortrag, wenn Sie wirklich einen interaktiven, humorvollen und nachhaltigen Impuls Ihren Teilnehmern schenken wollen, dann freue ich mich auf Ihre Anfrage.